Oh Gott, what the fuck? Oh Gott, bist du behindert? Oh Gott! Gut, okay, damit ich heute überhaupt noch irgendwas reiße. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Splatoon Offline-Kampagne. Damit ich heute überhaupt noch was hinkriege, auf die Reihe kriege oder sonstiges tue. Ja, ich habe nämlich gerade nämlich den letzten Online-Part hochgeladen und der war ja nicht so geglückt, beziehungsweise eigentlich war ja, ja, okay, sag's mal so, ich hatte absolut gar keinen Bock auf das, auf dieses Spiel. Und ja, jetzt dachte ich mir aber, come on, wo ich gerade im letzten Part auch vom Offline-Modus geredet habe, ja, spiele ich jetzt ein bisschen Offline-Modus, um mich ein wenig von den Drecks online Leveln abzuregen. Das wird zwar eh nicht funktionieren, da bin ich hundertprozentig sicher, denn es wird einfach wie Hölle, denn wir sind gerade in, ja, in einer guten fünften Zone. Yay. Und ich glaube, wir müssen sogar eh noch die ganzen anderen Welten auskundschaften, weil wir dadurch die 100% haben. Weiß, glaube ich zumindest. Ja. Damit wir dann zu der fünften kommen. Okay, hier waren wir schon. Haben wir schon alles. Sieht aus. Da fehlt schon mal was. Ja, toll. Da, das war aber ein Level, wo ich keine Ahnung hatte, wo. Da habe ich zum Beispiel wieder alles. Bin ich gerade bei 18? Wo bin ich denn gerade? 18, okay, gut. Ich drücke mal den falschen Knopf, ey. 19. Habe ich auch schon alles. Ist 18 jetzt das einzige Level, wo mir was fehlt? Laber nicht. Nee, hier fehlt mir was. Auf und ab im Propellerland. Ach Gott, habe ich auch keine Ahnung. Ach Gott, ich habe überhaupt keine Ahnung hier. Ich möchte eher ein neues Level spielen. Ach komm, jetzt was wirklich, ich habe auch keinen Bock hier, komm. Spielen wir 23. Kein Bock heute irgendwas zu sammeln. Wirklich. Können wir nachholen, wenn wir bevor wir den Boss machen. Ach, vorher hier habe ich jetzt überhaupt nichts Bock. Reise durch die Octogalaxie. Wie das hier läuft. 1A. Wirklich unglaublich. Boah. Natürlich falle ich runter. Beim Level starten. Ja, das musst du erstmal können. Ah, Gott. Lass mich in Ruhe. Wenigstens ist es die Doppelpistel. Nicht so ein Scheiß wie Splatling oder so ein Kack. Wenigstens ist es die Doppelpistel, die ich wenigstens leiden kann. So, was wollt ihr Lappen da unten, bitte? Ah, ich bin so scheiße. So, labert nicht. Wir müssen ja auch noch den anderen Scheiß suchen, leider. So, hier hoch, warte, was ist da unten? Hier irgendwas? Nix? Na gut, dann nicht. Du gehst da rein. Gott. Was ist das? Scheiße. Woher soll ich denn wissen, ob ich da was übersehen habe? Das ist doch... Oh. Gott, nein, ich bin auch schon genug gestresst hier. Da müssen wir noch so einen Scheiß bringen. Was ist hier unten? Ist überhaupt irgendwas? Ach komm, ich werde doch hier nur enttäuscht. Kann ich hoch? Nein, kann ich nicht. Ach Gott. Ich finde mal wieder absolut gar nichts. Ja, scheiß auf die Punkte. Könnte ich auch super verzichten.
Siehst du, guck mal, ich krieg's noch nicht mal hin. Drauf, siehst du? Der will das noch nicht mal. Und ich auch nicht. Ich schließe mich ihn an. Einfach geil. Wirklich. Und. Siehst du, ich bin sogar schon zu scheiße für den Offline-Modus. Selbst dafür bin ich zu scheiße. Laber nicht, du. Nichts nutz. Mann, ey. Als ob das Spiel es einfach mal wieder schafft, meine Laune immer und immer mehr zu senken. Das ist unglaublich, wie das Spiel das immer hinkriegt. Ich verstehe auch nicht die Leute, die daran Spaß haben, sowas zu spielen. Ich verstehe die Leute einfach nicht. Ich habe daran auf jeden Fall keinen Spaß. Ist so, als ob ich, mir kommt es jetzt irgendwie so vor, als ob ich seit Stunden Geometry Dash spielen würde. Wirklich. Das Spiel ist schon scheiße. Und Dreken bringt mich zu Weißblut und auf 180 oder was auch immer. Aber das hier Spiel kommt jetzt irgendwie an den Frust von Geometry Dash ran, wirklich. Desto mehr ich es spiele, desto mehr schlimmer wird es. Was soll ich denn tun? Es ist einfach nur lame, was hier passiert für eine Kacke. Nun ist schon wieder tot. Oder habe ich noch? Doch irgendwie habe ich auch irgendeinen Schutz. Keine Ahnung, wer ich das hab. Ja, und jetzt. Die forever. Gott, wo soll denn hier was sein? Ich habe doch nicht ein einziges Objekt gefunden. Das ist doch. Gott! Müsst euch mal erinnern, wo ich noch Bock hatte auf den Endboss. Jetzt habe ich null Bock auf den Endboss. Null. Lass mich raten, da oben. Ja, da oben ist die Maus. Ich bin so gut. Ja, für die neu sind, willkommen auf meinem Kanal. So stelle ich mich in Splatoon an. Ja. So gut bin ich in Splatoon. I don't know what I'm doing here. Einfach klein. Einfach nur Schwachsinn. Warum hast du was für mich? Nicht gut, dann schau. Dann schau. Und ich werde trotzdem getroffen, natürlich. Hier werde ich getroffen. Warum? Ich werde immer getroffen, egal was ich mache. Ihr seht es ja. Ich sterbe, obwohl ich hier springe. Ist trotzdem getroffen. Und hier mache ich... Ach so, ich hätte mich auch ducken müssen. Ja, geil. Wo soll ich das wissen? Ist da... Ist das da? Die Pfeile sind doch nicht umsonst. Das ist mir doch kein Scheiß. Die Pfeile sind doch nicht umsonst. Was ist das? Die Pfeile sind doch nicht umsonst. What the? Ah, fuck you. Ich geh doch eh vorher Game Over. Ich krieg's nur mal hin. Das ist immer so. Das hat sich schon wieder. Das hat sich.
Ist da irgendwas? Nein, natürlich nicht. Bin mir sicher, ich hab die Schriftrolle eh auch schon wieder verpasst, denn jetzt, ja, hundertprozentig. Ich schwöre. Um alles. Perfekt. Einfach perfekt. Wo soll hier noch eine Schriftrolle sein? Ja. Ich weiß nicht. Ja. Ich weiß nicht, was ich tun sollte. Jump, jump. Jump, jump. 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 Fuck, I do it. Ja, nice. Noch irgendwas? Ne, ja, ich hab. Ja, ich sitze ja. Nix hab ich auf die Reihe gekriegt. Nix. Absolut gar nix. Hab nur ein hässliches Level durchgespielt. Mehr habe ich nicht gemacht. Bevor das sich schon wieder dreht, gehe ich wieder hier hin. Ach Gott, was ist das hier? Was ist das hier? Die vier Level soll ich noch durchmachen. Oh Gott. Ich werde den nächsten Tag reinspielen, den nächsten Part reinspielen müssen. Tut mir leid. Ich werde es heute auch definitiv nicht durchspielen. Niemals. Ich werde auch wieder das Wochenende damit beschäftigt sein. Weil ich will das jetzt endlich durchhaben. Ich will Splatoon endgültig hinter mich bringen. Damit ich dieses Spiel endlich nie wieder anfassen muss. Es sei denn, sie bringt schon wieder ein hässliches Splatfest raus. Da muss ich es natürlich wieder anfassen. Aber bitte. Lasst euch beim... Bitte. Zeit. Für mich. Weil ich absolut keinen Bock auf den Scheiß hier habe. Tschüss. Jetzt lang. Keine Ahnung. Was hat das jetzt für einen Unterschied gemacht? Treffen kann ich. Ja, was bringt das für einen Unterschied? Nix. Nix bringt das. Absolut nothing. Zurück. Du Lappen. So. Gib jetzt den Schmarrn daher. Ich seh's doch. Geh's da hoch. Oh, du Nichtsnutz. Was hätte ich schon wieder? Ab du. Komm! Los! Nenn mir einen Menschen, der sich genauso scheiße anstellt wie ich. Bin mir sicher, da wird keiner kommen. Nö. Nee, also jetzt bin ich hundertprozentig überzeugt. Spätestens jetzt bin ich hundertprozentig überzeugt, dass es da keinen Menschen gibt, der sich so kacke anstellt wie ich. Warum? Warum?
jetzt her, ey, langweilig. Ich weiß nicht, ob ich mir das hier mache, oder ne. Ach, ich werde auch dieses Mal wieder Game Over gehen. Und ich wette mit euch, mit diesen Leistungen, ich werde den Endboss eh nicht schaffen. Ich habe schon beim ersten Probleme gehabt. Also bei dem Endboss von Splatoon 1 habe ich ja schon Probleme gehabt. Ja. Also den hier werde ich bestimmt nicht schaffen. Es sei denn, Nintendo hat eigentlich mal für mich was richtig gemacht und den Endboss mir ermöglicht. Es sei denn, sie waren so großzügig und haben das für mich gemacht. Aber ich bin mir sicher, das wird hoffnungslos sein. Das wird definitiv hoffnungslos sein. Vor allem, als sie auch noch gesagt haben, wie gesagt, es soll besser sein. Also, ja, besser heißt schwieriger und schwieriger heißt für mich unmöglich. Ach du Scheiße. Ach Gott, was ist das so schwer? Lass mich raten, das ist eh wieder nur Müll. Nein! Echt! Es hat sich mal gelohnt! Oh mein Gott, das erste Mal in diesem dreckigen Game hat sich für mich etwas gelohnt. Ach du Scheiße, bin ich begeistert. Lächerlich. Ja, schön, Limone. Ich spiele aber keine Konzentratoren, weil die scheiße sind. Oder zumindest, weil die für mich scheiße sind. Mal diese Null da treffen. Das ist unglaublich. Oh Gott. Na! Lasst mich in Ruhe! Was macht ihr hier mit mir? Hallo, ist das Level mal vorbei? Bitte. Hallo? Bitte. Bitte. Anscheinend nicht. Anscheinend wollen sie mich weiter leiden sehen. Jetzt? Soll ich jetzt tun?